Hallo und willkommen zu unserem nächsten Stream. Ist unser nächsten Stream. Nächstes Video. Also, alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir haben Montagabend. Nee, Quatsch, Donnerstag. Gott, was sag ich denn? Ich bin schon total durcheinander. Sorry, Leute. Wir haben Donnerstagabend. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen spielen. Wir müssten eigentlich hier runter, aber ich glaube, hier kann ich nicht runterspringen. Wir haben hier leider eine Stromsperre. Erlaubt mal halt. Ach Gott. Also ein bisschen Chaos jetzt gehabt. Ich habe meinen PC zurücksetzen müssen, weil ich ein wenig Probleme hatte, weil ich aufgrund von einiger Zeit kein Internet und Windows-Updates nicht mehr gemacht hat, also machen konnte. Und er es jetzt einfach nicht mehr hinbekommen hat. Aber jetzt funktioniert wieder alles, alles wird installiert. Das Schöne ist, Final Fantasy hat ein Feature, da kann man seine Einstellungen hochladen. Das heißt, er speichert alles ab, Skillleiste, Layout-Einstellungen, Ausrüstungsset. Kannst du alles hochladen, dann kannst du die einfach runterladen beim Installieren, musst du nicht nochmal alles einstellen. Was enorm praktisch ist, wenn man öfter auch mal die PCs wechselt, wenn man zum Beispiel jemanden besucht für eine Woche oder so. Gab es nicht von Anfang an das Feature. Hätte einiges leichter gemacht. Aber ja. Ich bin froh, dass es das gibt. Hat mir jetzt einiges einfacher gemacht, indem ich einfach wieder runtergeladen habe. Wieder alles ready habe. Gucken wir noch unsere Quest ab. Wir haben ja letztens ein wenig Zinnober mit Piraten hier anscheinend gehabt. Und das ist immer noch nicht vorbei. Jetzt gucken wir mal, was da jetzt das Problem war. Ach ja, warte, wir sind am falschen Ende. Mein Spielinhalt. Passen wir uns doch an. Sehr gut, du hast also einen der schändlichen Piraten gestellt, ja? Das ging schnell. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist, Niki Cadena. Ja, natürlich, auf uns ist Verlass. Aber was meint ihr, der Pirat, mit unser Plan ist nicht mehr zu vereiteln? Was für ein Plan? Ah, Kommandantin! Was ist passiert? Wer hat dich so zugerichtet? Red schon! Die Piraten haben uns überrumpelt. Es ging alles so schnell. Sieht so. So sieht also ihr Plan aus. Verflucht, das darf doch nicht wahr sein. Wie viele Angreifer sind es? Ziemlich viele. Und sie haben eine große Menge Sprengstoff dabei. Ah, verdammt, die haben... Da haben sie uns mit runtergelassenen Hosen erwischt. Niki Cadena, du hast gehört, was los ist. Schnell, renn zum Dock und kümmere dich um die Eindringlinge. Ich folge dir sofort, sobald ich unsere tapferen Soldaten hier versorgt habe. Los, beeil dich! Beschützen. Wer wird mit dem Schiff Ini fertig? So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. In Open. Unser Weltspieler halt. Da will ich gucken, wo wir lang können. Ah, wie ihr seht, ist da was zugesperrt und da können wir schon mal nicht lang. Und hier können wir auch nicht lang. Okay. Aber hier können wir lang. Nee, auch nicht. Was ist denn das hier? Wo muss ich denn lang? Na, da sind Gegner. Hey, ich soll euch tothauen. Ihr zielt ein bisschen hoch, um mich zu treffen. Wisst ihr das? So muskulöse Männer und dann muss hier der kleine Lara ran. Du schaust aus, als wärst du Heiler. Ich töte dich zuerst auf alle Fälle. Ja, du wirst nach Stein, du bist der Heiler. Wieder zwei Arten von Zauberer hier. Einmal den Schwarzmagier und einmal den Heiler. Also, der Schwarzmagier benutzt Steine halt mit
Oder der Tamachuk. Und der Gegner ist 50 hat mit Feuer, Eis, Blitzen. Und der Weißmagier, ja, kennt man eigentlich sehr gut. Also der Heiler, der Druide, der bewirft einen mit Steinen. Und Wind. Das ist nämlich ein Erfolg auf ganzer Linie. Gut, dass wir dem Plan unserer Freundin zugestimmt haben. Was soll das? Hör doch auf mit dem Blödsinn, sonst werden dich die Seeteufel holen. Ach, halt die Klappe, du missratener Sohn. Wir sind ja gleich wieder weg. Vorher müssen wir nur noch kurz diesen hässlichen Kahn in die Luft sprengen. Wie kannst du auch nur daran denken? Ist dir nicht klar, wie wichtig die Victory für den Maelstrom ist und wie viel sie mir bedeutet? Doch, und genau deshalb werde ich sie in tausend Stücke sprengen. Das wird dich hoffentlich aus deinem trägen, bürgerlichen Leben aufrütteln und wieder zu echten Piraten machen. Mein Sohn, ein Schiffsbauer? Was für eine Schande. Und dann baust du auch noch Schiffe für den Maelstrom, der uns Piraten damit jagen und auf den Grund des Meeres schießen will. Sag mal, schämst du dich denn gar nicht dafür? Du bist derjenige, der aus seinem Traum aufwachen muss. Die Zeiten, in denen Piraten tun und lassen konnten, was sie wollten, sind endgültig vorbei. Der Anführer der Piraten ist Abdrumpfs Vater? Dieses Schiff ist der Inbegriff für alles, was in Limsal und Minsa falsch läuft. Deshalb werde ich es in Flammen aufgehen lassen. Kim'Thora, Niki Garena, ihr müsst meinen Alten aufhalten. Beschützt die Victory. Okay. Also. Scheint so, als wären die nicht gerade gut miteinander, obwohl es Vater und Sohn sind, ne? Immer die bisschen mehr empfehlen hier. Da ist. Ah, super, betäubt mich halt, wie es Arschkind. Hier haben wir auch einen Heiler. Da, da. Halt nämlich unseren Gegner hier. Ich kann gleich unterfinden. Sehen wir mal als Kill, dass wir ein bisschen mehr Schaden bekommen. Ein bisschen näher zu dem Heiler. Ich weiß nicht, ob das die Range von den NPCs ist. Egal, ob der seine Angriffskraft gesteigert hat. Mein Gott, hier ist umgefallen. So viel zum Thema, ist verrückt, ne? So schwer war der jetzt gar nicht. Ich bin vielleicht schon alt und senil, aber was glaubst du wirklich? Aber glaubst du wirklich, so eine dahergelaufene Abenteurerin könnte mir das Wasser reichen? So arrogant bist du gar nicht, ne? Vater. Was für ein großes Schiff. Groß und hässlich. Er scheint absolut nicht davon begeistert zu sein, was sein Sohn da macht, ne? Also, der arme Kollege hier hat echt Probleme mit seinem Vater. Danke, Niki Gardine. Ohne dich lege die Victory jetzt in Trümmern.
Dann wollen wir hier mal den Dreck beseitigen, den dieses Lumpenpack zurückgelassen hat. Außerdem muss ich in Ruhe über den Vorfall und die Worte meines Vaters nachdenken. Lass mich bitte eine Weile in Ruhe. Bitte sag es auch Kryptoda und richte ihm eine aufrichtige Entschuldigung aus. Ja, also, der Arme hat es anscheinend nicht leicht. Familie kann man sich nicht aussuchen. Ich glaube, wenn man das könnte, hätten viele andere, eine andere Familie. Auch einige in der echten Welt und nicht nur in Spielen oder so. Gut, dass man das nicht kann, ne? Das Leben ist ja leider kein Wunschkonzert. Marleen sei Dank, dass du genau im richtigen Moment zur Stelle warst. Ohne dich hätten wir die Katastrophe nicht verhindern können. Das Schiff, das du beschützt hast, die Victory, ist das Symbol für das Erstarken des Malstroms. Mit ihr wäre unsere ganze Hoffnung in Flammen aufgegangen. Du kannst stolz darauf sein, was du heute geleistet hast. Wir hingegen waren offensichtlich zu nachlässig. Nun müssen wir die Sicherheitsvorkehrungen von Grund auf überdenken, damit so etwas nicht nochmal passieren kann. Dass Admiral jetzt erstmal Ruhe braucht, kann ich gut verstehen. Der Vorfall muss ihn stark mitgenommen haben. Aber er wird hoffentlich schnell darüber hinwegkommen. Als erster Schiffbauer ist er schließlich für die Fertigstellung der Victory verantwortlich. Den gefangenen Piraten haben wir übrigens schon an die Gelbjacken übergeben, die hier noch eine Untersuchung anstellen wollen. Vorher haben wir die Piraten untersucht und dabei etwas sehr Seltsames zum Vorschein gekommen. Ah ja. So seltsam? Was war denn das? Mal doch mal, was das Seltsames war. Erzähl mir mehr. Niki, du hast bisher schon so viel geleistet, dass ich niemand anderen als dich bitten würde. Du musst uns bei dieser Sache nochmal weiterhelfen. Azapfin, der Drahtzieher, der den versuchten Zerstörung der Victory, hat ein rätselhaftes Schriftstück bei sich. Es ist in ungewöhnlichen Zeichen geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Es muss eine Art Geheimschrift sein. Ich bin sicher, dass darin Informationen enthalten sind, die für den Mal schon von höchster Wichtigkeit sind. Aber niemand hier kann die Schrift lesen. In solchen Fällen wenden sich die Gelbjacken üblicherweise an Bardoron, der durch seine weitreichenden Kontakte so ziemlich alles herausfinden kann. Ich bin sicher, dass er auch jemanden kennt, der diese Schrift entziffern könnte. Bitte, Nick, kannst du es ihm nicht in die ertränkte Sorge bringen? Okay, das heißt, wir sollen auf alle Fälle wieder zu Bardoron, dem guten Alten. Hauding, dann machen wir das auch. Also, ich kann den armen Jungen mit also der ersten Schiffsbauer von der Victory, ziemlich gut verstehen, dass er jetzt hier Ruhe haben will, nachdem sein Vater hier so seinen Lebenstraum, seine Arbeit zerstören wollte. Und so, und ihn halt die ganze Zeit schlecht redet, dass das eine Schande ist und so alles. Aber der Vater lebt anscheinend in der Vergangenheit und kann sich nicht anpassen oder möchte sich nicht anpassen, wie auch immer man das nehmen will. Aber wir nehmen Chocobo. Also da tut mir der echt leid. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, wie lange er noch für die Victory brauchen will. Ich meine, er arbeitet schon 5 Jahre dran. Ich glaube auch nicht, dass es das erste Mal ist, dass der Vater versucht, die Victory zu manipulieren oder zu zerstören. Ja, 5 Jahre sind viel Zeit und wenn man sich dann so dafür schämt, wie er das ausgesprochen hat, würde ich das öfter als einmal versuchen. Die Chocobo-Musik ist schon irgendwo cool. Also, wie ihr später feststellen werdet. Ja, das Reittier hat so seine eigene Musik und das ist nice gemacht. Manchmal kann es ein bisschen nerven, kommt immer darauf an, welches Reittier man hat. Später. Später hole ich dich. Gobbe. Oh, wir reiten wieder Abkürzung, ja? Der Weg ist aber da drüben. Hallo. Mein Gott. Das ist wie so ein Linienbus, der nicht auf der Straße fährt, sondern über die Wiesen. Sollte es nicht geben, macht er aber. Aber das ist gut, wenn wir jetzt nach Limsa gehen. Wir haben ja eh unseren Gildenauftrag auch. Also zur Marauders-Gilde müssen wir. Können wir auch machen. Das passt mir eigentlich sogar ziemlich gut. Wir sind jetzt auch, glaube ich,
so langsam in Level Nähe 15 Hauptquest. Ich kann ja gleich mal gucken. Was denn die Gilde von uns will. So. Es geht auf nichts über morgens eine Runde FF. Also ja, bei mir ist es jetzt morgens. Ich bin. Es ist kurz vor 8. Ich bin wach. Sagt mir so, ja. Kann ich ja eigentlich gleich die Folge aufnehmen für euch. Ich muss nachher noch arbeiten. Ich möchte gar nicht. Ich habe Spätschicht. Das heißt, wenn die Folge online kommt, bin ich arbeiten. Ich bis 20 Uhr arbeiten muss. So. Gucken wir doch mal. Ahoi, Neki. Ich höre, dass du machst dir langsam einen Namen. Bei den Trockendocks sollst du dich ordentlich ausgetobt haben. Atbim hat mir die Geschichte haarklein erzählt. War mächtig aus dem Häuschen, dass dein alter Herr so einen Wirbel verursacht hat. Aber immerhin ist bei der Victory noch eine Planke an der anderen. Und dafür hast du auch meinen allerherzigsten Dank. Wenn du nicht wärst, wäre Limsa wohl noch abgefragter, als es ohnehin schon ist. Und was murmelst du? Eine Aufgabe für mich? Na, immer heraus damit. Ja, hier der Zettel. Ein Fachmann für fremdartiges Gekritzel? Was sind denn das für Schriftzeichen? Aha. Heute ist dein Glück, Kant. Da kann ich dir glatt jemanden vermitteln. Der Typ trägt einen Bart und den schönen Namen Baderon. Weißt du, Niki, ich will mich dich da nicht ranschmeißen, aber du bist wirklich eine von uns geworden. Du hast gezeigt, was du drauf hast, und so wahr mir die Lotsen helfe, ich vertraue dir. Kim'Thora hat gut daran getan, dich zu mir zu schicken. Da braut sich etwas zusammen. Jetzt spitz mal die Ohren und dann erkläre ich's dir. Okay, es scheint so langsam heiß herzugehen. Zumindest hört es sich danach an. Dann erzähl mir doch mal mehr. Also, dann lass uns mal zur Sache kommen. Weißt du, früher, als ich noch jung und geschmeidig war, da habe ich mir meine Gilde als Söldner verdient. Wenn du rauskriegen willst, was die anderen vorhaben, dann musst du ihre Depeschen abfangen und die Order entschlüsseln. Und die Schrift in dem Wischter, das sind Sahagin-Zeichen. Mädchen, da weiß ich Bescheid. Ich habe mehr von den schuppigen Bastarden abgestochen, als ich zählen kann. Aber die Erkenntnis, was für Schrift das ist, bringt dir doch gar nichts. Was sie bedeutet, musst du kapieren. Und das kann dir der alte Baderon verraten. Da drin steht haarklein, wie und wann wann sie die Victory hochjagen wollten. Scheint so, als sollte das ganze westliche Lanusea ordentlich aufgemischt werden. Und in dem mächtigen Tumult wollten sie dann das Flaggschiff des Malstroms in die Luft springen. Ist in einfachen, verständlichen Worten. In einfach verständlichen Worten, da haben sich nicht bloß ein paar Piraten ohne Ziel und Verstand randaliert. Das war eine gut geplante Tat eines ganz gerissenen Hundes, und damit meine ich nicht Attezapfen. Tja, nur haben sie den Anschlag früher als geplant gestartet. Wenn ich das Gekritze richtig deute, zu früh. Wahrscheinlich haben sie Panik gekriegt, weil du ihnen auf den Fersen warst und haben die Sache versaut. Ich habe Leuten hören, dass Atbirms Vater schon länger mit dem tätowierten Burschen aus den Plündernden Schlangen zu tun hatte. Die haben ihm Kapital gegeben und alles, aber von denen war ja keiner am Tatort. Ja, das stimmt wohl. Bei allen verdammten sieben Höllen, was bin ich denn für ein Esel? Die ganze Geschichte mit der Victory, das war das Ablenkungsmanöver. Die Sahagins geben keine Milligildenmark auf das Lieblingsschiff des Malstroms. Sie wollen alle Piraten. Sie wollten ihre Piraten da keinen auf ein ganz anderes Ziel hetzen.
Der geplante Aufruhr in Lanusia, ich kann's nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, sie werden die Tömpelturm-Siedlung losgehen, und zwar mit Karacho. Okay, das klingt echt nicht gut. Hier habt ihr die Sahagin-Klaue mal ein verständliches Eroseisch übersetzt. Bring das in den Korallenturm zu Kommandant Reyna und sag ihm, dass da eine ordentliche Schlamastik vorbesteht. Schlamastik, was ist das für ein Wort? Und melde dich auch gleich freiwillig. Jawohl, du bist genau die Richtige. Dem Gesindel werden wir zeigen, woher der Wind in Limsa weht. Okay, ich schaue auch ziemlich böse rein. Oder grimmig, wie auch immer man das nennen will. Wo ist denn... Okay, Badoron ist weg. Ach, da ist er. Ach, nachladen, okay. Ja, passiert hier wieder. Ach, jetzt kommt erst der Ton. Ja, das kommt manchmal vor, wenn... Entweder der PC irgendwas im Hintergrund noch macht, was er nicht machen sollte, oder einfach der Server ziemlich voll ist gerade. So, dann gucken wir doch einfach mal in den Korallenturm. Das klingt jetzt schon, dass es ziemlich heiß hergeht. Also wollten die Piraten gar nicht das Schiff zerstören, sondern haben gemeinsame Sache mit den Sahagin, also dem wilden Stamm in Lanusea, gemacht. Also wilder Stamm, Ureinwohner, Urvolk. Um irgendwas damit zu machen. So, wo haben wir denn hier unseren Kollegen, dem wir das abgeben sollen? Ach, da oben. Ja, hallo. Ja, ich bin Reyna. Und du bist die junge Abenteurerin, von der man so viel hört? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, als du die Zerstörung der Victory verhindert hast. Wolltest du mir genaueres berichten? Eine Nachricht von Baderon? Meine Hoffnung auf einen ruhigen Abend kann ich ja wohl abschreiben. Dann sag mir gleich, wo es brennt. Ja, hier, nimm den Zettel und lies. Was? Ein Angriff auf die Tempelturmsiedlung? Aber wir haben doch bei den plündernden Schlangen keine verdächtigen Aktivitäten beobachtet. Ja. Baderons Gespür trügt ihn selten. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen. Die Gelbjacken werden in der Sache unverzüglich nachgehen. Nur meinte Baderon ja selbst, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob wirklich die Tempelturmsiedlung das Ziel der Piraten ist. Alle möglichen Orte entlang des Nord- und Süddamms, der die Sahagin draußen hält, kommen genauso in Frage. Kommandant, Kommandant! Aber da kommt schon einer angerannt. Ja, was ist los? Die Sahagin, Kommandant, sie versuchen den Süddamm mit einem massiven Aufgebot zu durchbrechen. Wir sollten Verstärkung schicken. Was haben die Sahagin vor? Wieso gerade jetzt ein Angriff dieser Größenordnung? Die Entscheidung ist mir jedenfalls abgenommen worden, worauf wir unsere Kräfte konzentrieren sollten. Ja, was ist mit der Siedlung? Richtig, die plündernden Schlangen arbeiten mit den Sahagin zusammen. Willst du damit sagen, dass der Sahagin-Angriff auch ein Ablenkungsmanöver ist, damit wir die Tempelturmsiedlung aus den Augen lassen, aber ignorieren können wir die Attacke deswegen auf keinen Fall? In Augenblicken wie diesen wünschte ich, die Krieger des Lichts wären unter uns. Nun musst du die Heldin sein, die die Tempelturmsiedlung beschützt. Lauf und hilf den Verteidigern. Ich kann keine Leute entbehren. Ja, mach mal. Gut, dann laufen wir zur Siedlung und retten die, weil du nicht genug Leute hast, um uns zu helfen. Ja gut, machen wir gleich. Ich gucke jetzt erstmal hier. Oh, ich kriege einen neuen Angriff. Was ist denn das? Du führst eine Fernkampfattacke aus. Erhöht Feindseligkeit. Ah, mein Fernpulskill. Supi. Und natürlich neue Rüstung. Können wir auch ganz gut gebrauchen. Ist auch endlich mal was für ein Tank. Die erste Tankrüstung, richtig, wie man sieht. Und eine neue Waffe gibt es auch dazu. Wie ich sehe, warst du sehr fleißig und hast deine Fähigkeiten stetig verbessert. Wie ich das erkennen kann, fragst du? Man sieht es zum Beispiel an deiner Haltung. Dein Selbstvertrauen sprudelt geradezu aus dir heraus. Aber genug der Plaudereien. Es ist wieder an der Zeit, die Axt im Namen der Gilde sprechen zu lassen. Im Moment kursieren Berichte über ein Monster, dessen Größe durchaus beachtlich ist. Er soll sich im westlichen Lanusea befinden, genauer gesagt in der Umgebung des Bierhafens.
Das Monster hat zwar nicht Kujatas Größe, aber die Bedrohung, die von ihm ausgeht, ist nicht zu unterschätzen. Es sollte einen würdigen Test für deine fortgeschrittenen Fähigkeiten darstellen. Wie du dieses Ungetüm findest? Glücklicherweise habe ich einen alten Freund namens Rainfred, seines Zeichens langjähriger Waldläufer und Meister der Jagd. Suche Rainfred im Bierhafen und bitte ihn um Hilfe. Er wird sie dir sicher nicht verwehren. Zusammen werdet ihr dieses Monster zweifellos aufspüren und zur Strecke bringen können. Gut. Es ist mir manchmal leid, dass ich mich verlese. Manchmal springt mir nicht einfach schon in der nächsten Zeile für mich selber lesen und verwurschtelt das dann. So. Ich porte jetzt aber mal. Kann hier übrigens die Karte aufrufen, dann kann man einfach. Oh, hab ich den. Ich habe den Etheriten gar nicht mitgenommen. Habe ich das nicht gemacht? Ach du Scheiße. Warte, aber ich kann, glaube ich, mittlerweile das Schiff nutzen. Nehmen wir doch die Fischergilde. Auf einmal beim Schiff. War ich so dämlich und habe mich nicht harmonisiert mit dem Etheriten. Das passt aber auch. Dies ist die Pferde zum Bierhafen. Möchtest du übersetzen? Ja, sonst wäre ich nicht hier. Ich glaube, so weit unten waren wir noch gar nicht. Ich habe es jetzt gerade mit den Trockendocks verwechselt. Hupsi. Na, hier ist nämlich auch ein Schokoverleiher. Können wir dich gleich mal anquatschen? Haben wir den Streckenpunkt auch. Ja, du erzählst uns immer das Gleiche. Ich lese das jetzt nicht mehr vor, weil es ist eh immer das Gleiche, was er uns sagt. Das ist absolut leider nichts Neues. Auch mal ein bisschen auf der Karte um. Können wir mal ein bisschen auf die Karte eingehen. Also wir haben hier diese Hämmer, sind alles Reparateure. Das sind Händler. Fates natürlich. Das hier ist ein Zeichen für einen wilden Stamm. Das ist das Sahagin-Lager. Sieht man auch groß. Also das ist dieses ganze Bereich hier hinten. Hier haben wir unsere Anfänger-Arena, die wir jetzt auch, glaube ich, langsam machen können, weil wir jetzt 15 sind. 16 schon mittlerweile. Und das hier sind natürlich hier Gildengehalte und Freibriefe, die werden so mit diesen Ausrufezeichen-Kärtchen angezeigt. Und hier ist auch unsere Hauptquest, das heißt, wir können das zusammen machen. Wir laufen jetzt erstmal zu unserer Klassenquest. Wie machen wir das vielleicht zusammen mit der anderen? Wo bist du denn? Ach, bist du da unten im Haus drin? Du bist Freibrieftyp, dem. Das ist zwar auch interessant, aber gerade jetzt nicht. Hm. Das ist ja ein witziger Waldläufer. Du gehörst zu Vincents Truppe, was? Ich kenne den Kleinen schon seit er noch in die Windeln. Naja, so richtig klein war er noch nie. Und jetzt ist der Gildenmeister, was? Das gibt's ja gar nicht, der kleine Lauser. Du willst bestimmt das große Monster hier in der Nähe jagen, was? Dann geh einfach nach Nordwesten Richtung Camp Schädeltal. Ich pfeife, was das Zeug hält. Das Monster wird übrigens Partipan genannt. Nur damit du es weißt, mit wem du es zu tun hast. Es kommt aus seinem Versteck, sobald du in sein Gebiet eingedrungen bist und dich bemerkbar gemacht hast. Pfeifen hilft da am besten, glaub's mir. Also ich bin mir manchmal nicht sicher, was ich mir unter diesem Namen vorstellen soll. Was ist ein Partipatan? Ein Partipatan? Pavian? Affe? Also.
Was soll ich mir jetzt darunter vorstellen? Ah, Bestialungsgegner. Interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Tantarum. Wir laufen, und wir laufen immer weiter. Pelikan. Das ist irgendwie eine hässliche Mischung aus Dino und Pelikan. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kill erst dich, weil sonst nervst du mich, wenn ich den jetzt anderen jetzt gleich angreife. Hässlich. Ist richtig hässlich. Ich weiß nicht, ob du Schuppen oder Federn hast oder ob das beides ist. Ein paar Tippertan. Okay, also das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Au. Super, wir haben Paralyse bekommen für 10 Sekunden. Nice, das heißt, ich kann mich teilweise nicht bewegen und der andere Vollidiot kommt auch. Super. Ich wusste doch, dass du mich nerven wirst. Oh, du nervst mit deiner Paralyse, weißt du das? Ich dich betäubt, so. Sieht irgendwie aus wie so ein Miezekätzchen mit sehr, sehr langen Schnurren. Und Schuppen. Ich glaube, 4 von den 8 in Eintrag kann ich jetzt auch schon voll machen. Jetzt müssten wir zurück nach Limsa und dem Guildmeister erstatten. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich will jetzt erst zur Siedlung. Die brauchen ja auch unsere Hilfe. Ich beschäftige mich schon wieder viel zu lange mit diesen Nebenquests, aber das muss ja auch sein. Stufe gestiegen. Sehr schön. Das ist doch was. Was sind wir denn jetzt eigentlich mittlerweile in der Hauptquest? Ach hier, Archiv. 14. Ja, gar nicht so weit weg. Wir sind jetzt Level 17, passt. Müsste meines Erachtens auch bald die erste Inni kommen. Dürfte ungefähr, weil die Inni hat selber Level 15, 16. Das heißt, müsste auch deren Story-Level gewesen sein. Das heißt, wir sind nicht mehr weit weg. Das heißt, es gibt dann. Also, wenn ich Dungeons laufen muss, also Innis Dungeons, vom Spiel aus gesehen, für die Story werde ich das in einer Sonderfolge machen. Weil die doch schon mal so 15 bis 30 Minuten dauern können. Je nachdem, welche Gruppe man hat und je nachdem, welcher Dungeon es ist und je nachdem, wie gut deine Ausrüstung ist und wie schnell du vorankommst. Wenn mit schlechter Ausrüstung kannst du einfach wenig pullen als Tank, als wie. Oh, ein Jagdgegner? Oder. Ja, wahrscheinlich ein Jagdziel. Als wie, wenn wir jetzt bessere Ausrüstung haben, einfach besser die Schläge aushalten. Ich meine, ja. Die Rüstung wird ab einem bestimmten Wert wirst du runtergestuft, allerdings ist sie immer noch besser, als wenn du die Rüstung für auf Level 15 anhättest. Deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, was man dann machen kann. Aber das werde ich in Zukunft auf alle Fälle so machen. Genauso wird es mit Prüfungen ausschauen. Prüfungen dauern allerdings nur. Weil das einzelne Gegner sind nur 10, 15, höchstens 20 Minuten, wenn man es verkackt und alle draufgehen, aber kommt drauf an.
Ist eine Tiptum-Siedlung, wo wir eigentlich auch helfen müssen. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was man da jetzt macht und ja, ich werde die dann eventuell nicht in unserer Folge machen. Ich muss dann gucken. Aber die Prüfungen werden, die Inis werden definitiv eine Sonderfolge geben, einfach weil das zu lange ist. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen leveln muss oder auch mal meine Dailies abarbeiten sollte, werde ich euch das nicht zeigen, weil ja, ich einfach mit euch hier zusammen die Story spielen möchte. Also ja, es sei denn, ich sollte jetzt mal eine Inni freischalten, die nicht storyabhängig ist, sondern einfach nur so zum Freischalten ist. Die können wir auch zusammen machen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das mal streame. Auf Twitch oder so, wenn euch das mal interessiert. Sagt einfach Bescheid. Können wir ja dann auch mal machen. So ist nicht. So, Rissflo. Was willst du? Niki Gardena, Kommandant Rainer hat uns Verstärkung zugesichtet. Aber ich hatte nicht gedacht, dass er dich schickt. Ich erkenne dich ja kaum wieder. Du siehst ja richtig hartgesotten aus. Aber dir ist klar, dass das hier kein Zuckerschlecken wird. Wir haben die Siedlung am Tölpelturm nach der Katastrophe mit unserem Blut und Schweiß wieder aufgebaut, nachdem wir alles verloren hatten. Damals haben wir uns nicht von der Härte des Schicksals in die Knie zwingen lassen und werden jetzt auch nicht irgendwelchen Gesocks den Schwanz einziehen. Wir weichen keinen verdammten Ilm, verstanden? Jo, dann machen wir das doch. Helfen wir den armen Leuten. Los! Da sind sie, sie kommen. Verängstigte Bürger. Tja, was haben die Gelbjacken hier zu suchen? Die Drecksläuse sollten doch woanders beschäftigt sein, haben wohl die Karte verkehrt rumgehalten. Sollten wir dann lieber zurück und Verstärkung von den Sahagin mitbringen? Vergiss es, mit leeren Händen gehen wir nicht. Die Bürger lasst sie am Leben, verstanden? Sonst wird sich Leviathan stattdessen euch als Opfer nehmen. Aber die gelbe Plage könnt ihr gerne massakrieren. Zeigt ihnen, was die plündernden Schlangen mit unerwünschtem Publikum machen. Diese verdammten Ratten. Dann war die Tölpelturmsiedlung also tatsächlich ihr wahres Ziel. Truppen 1 und 2 schützt die Bürger. Trupp 3 hält uns den Rücken frei. Und wir hier werden die Schlangenblut mal ordentlich aufmischen. Kommandant Rainer soll uns von unserem Sieg hören oder von unserem Tod. So mutig sind sie. Für Lim Salominsa. So mutig sind sie, ja, so ist nicht. Wir werden eure Eingeweide in eure hübschen gelben Jäckchen packen. Das sind richtige Aasfresser. Richtig widerliche Leute. Ja gut, sie sind das, was Piraten eigentlich sein sollten. So ist es gar nicht, aber. So. Ich mische jetzt einfach mal irgendwo mit. Weil wenn ich jetzt erst die Kleinen hier töte, dann habe ich nachher weniger Probleme mit dem Endboss, weil dann konzentrieren sich alle NPCs auch auf den. Der Endboss. Hört jetzt nämlich damit drauf, wenn seine Gegner tot sind. Das ist der letzte. Ach, da kommen noch mehr. Und da haben wir einen Heiler. Den hauen wir jetzt zuerst um. Und das da ist. Einer von den dunklen Magiern. Von den bösen Magiern.
Meisteranrufung. Das heißt, jawohl, Kreatur aus dem Nichts, der Meister ruft dich. Assen, so. Viech aus der Hölle, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man den Skill Nichts Anrufung sieht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er irgendwelche Viecher beschwört. Fertig. Gut gemacht. Mit dem plündernden Pack haben wir aufgeräumt. Ich werde die übrigen mit ein paar Männern verfolgen. Es kann sein, dass da draußen noch mehr sind. Also pass auf. Mach ich. Oh, wer bist du denn? Bist du auch wieder da? Ah, ich verstehe. Die Quelle deiner Stärke ist nun offenbar. Aber was hältst du hiervon? Ich hasse das mit meinem Controller wieder nicht. So. Zürnende Stimme der Schöpfung. Besende mir empor eine Kreatur aus deiner unfassbaren, unergründlichen Tiefe. Ich bin mir ja nicht sicher, ne? Aber so lila, schwarzer Nebel, ich glaub, du bist böse, ne? Das Vieh schaut auch nicht gerade freundlich aus. Damit wird dein armseliger Rest an Standkraft gleich an der Wurzel ausgerupft werden. Okay. Ich bin ganz allein und alle anderen sind weg. Sieh den maskierten Magier und seine Kreatur. Gargoyle. Ja. Schaust doch aus wie ein Gargoyle, ganz ehrlich. Also ich finde ja Gargoyles cool, ne? Aber wenn ich mir denke, so die standen früher auf den Kirchen oben drauf und so und haben dann runtergeguckt. Bisschen gruselig sind die ja schon. Also ich meine. Also ich bin ja eh ein Fan von Mythologie und so Legenden und so ein Quatsch oder alten Kulturen. Also. Aber ich habe den Sinn von diesen hässlichen Steinfiguren nie verstanden. Oh, Jastulla! Du bist auch hier! Sehr schön! Kannst du mir helfen mit dem Typen? Er ist garantiert nicht freundlich. Woher beziehst du deine Kraft? Ja, wenn ich das mal wüsste. Eisraum. Er ist geschwächt, lass ihn nicht wieder zu Kräften kommen. Ja, er ist umgefallen. Ich würde sagen, nach dieser Sache hier beenden wir auch unsere Folge für heute. Haben doch wieder einiges Interessantes erfahren. Nächstes Mal wird sich die Macht der Himmelsboten vernichten. Himmelsboten? Dann ist es so, wie ich es befürchtet habe. Ein Ashian also. Einer der Himmelsboten, wie die wilden Stämme sie nennen. Die Stifter von Chaos und Zerfall. Unser Verdacht war also berechtigt. Die Sahagin wurden tatsächlich von den Ashians manipuliert und nicht nur sie. Ob ich deswegen von Charlian hergekommen bin? Weil, wieso weißt du, woher ich komme? Nein, du brauchst nicht zu erklären. Ich weiß, dass du mit einer besonderen Kraft gesegnet bist. Ah, da kommen unsere Freunde angerannt. Sehr schön. Alles in Ordnung. Wenn ich gewusst hätte, was sich noch hier noch für Ungeziefer verkrochen hat, hätte ich dir ein paar Leute hier gelassen. Die Entführungsgeschichten der letzten Zeit haben wir jedenfalls aufgeklärt, was? Die Piratenbrut hat die Leute verschwinden lassen und wollte es hier
Wieder versuchen. Und dieser Bastard hier war der verborgene Redelsführer. So kann man die Lage wohl zusammenfassen. Ich bin sofort gekommen, als ich seine Anwesenheit spürte, aber einen solchen Kampf hatte ich nicht erwartet. Immerhin habe ich daraus eine wertvolle Erkenntnis getroffen. Dank der tapferen Niki Gardena. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte es nicht gerade rosig ausgesehen. Und auch dir vielen Dank für deine Hilfe, Yoshida. Du und der Bund der Morgenröte seid ein Segen für Limsalominsa. Ich wäre froh, wenn wir damit einen Schlussstrich unter die alten Führungsfälle ziehen könnten. Du bist in etwas von großer Tragweite hineingezogen worden, größer als du jetzt ahnst. Ich habe das Gefühl, dass wir schon bald Gelegenheit zu einem eingehenden Gespräch haben werden. Aber fürs Erste musst du diese Angelegenheit hier zu Ende führen. Berichte Kommandant Rayner und bestelle ihm Grüße von mir. Ja. Oh, ein Kristall. Ein böse leuchtender lila Kristall. Hat wahrscheinlich der komische Typ verloren. Und jetzt ist er kaputt. So, ich würde sagen, wir hatten mächtig viel Story-Input jetzt, so ein Spielinhalt nach dem anderen. Wir haben erfahren, dass diese schwarz gekleideten Leute Ashians sind, die Chaos und Störung bringen. Klingt auf alle Fälle nicht sehr freundlich, wie ich schon gedacht habe, dass sie nicht freundlich sind. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Donnerstagabend, ein schönes Wochenende, ein schönes Halloween. Und man sieht sich auf alle Fälle bald wieder. Nämlich am Montag. Zur nächsten Folge, wenn ich von meiner Halloween-Party nicht so sehr verkatert bin. Aber ich denke, das kriege ich hin. Also dann. Tüdelü.